Hallihallo, Silvia hier von Stümpel einfach. Ein paar von euch haben mich gefragt, ob sich nicht zeigen kann, wie ich die Karte hier bzw. das Eis gestempelt und nachgearbeitet habe. Und da dachte ich mir, bevor ich euch viel schreibe und erkläre, schalte ich einfach die Kamera ein und zeige euch das ganz schnell. Für diejenigen, die jetzt enttäuscht sind, dass das Video nicht in Englisch ist, Verzeihung, ich spreche total schlecht Englisch, das kann man wirklich keinem antun. Aber es ist überhaupt nicht wichtig, was ich hier erzähle. Ihr könnt alles sehen und die Technik ist super, super simpel. Ihr schafft das auch so. Was ihr machen könnt, ist hier unten Untertitel in eure Sprache einschalten. Vielleicht hilft das so ein bisschen. Aber ansonsten wirklich keine Sorgen, ihr wird alles auch so mitkriegen. Für diejenigen, die nachgefragt haben, was ich für diese Karte hier benutzt habe, ich habe einmal hier aus der Glocke für das gelbe Eis aus der Glocke genommen. Dann habe ich eine neue Farbe, die mit dem neuen Katalog jetzt im Juni rauskommt, Limette. Und Flamingo Rot. Und für die Waffel hier Savanne. So. Und ja, was ihr natürlich für diese Technik braucht, ist Aquarellpapier. Ich nehme sehr gerne den Wassertankpinsel. Ihr könnt auch normalen Pinsel nehmen, aber der hier dosiert das Wasser ja auch immer so schön, dass man nicht immer in Wasser irgendwie reingehen muss und dann hat man ein bisschen zu viel Wasser vielleicht auf dem Pinsel. Also das ist hier mit dem super praktisch. Dann habe ich die Marker benutzt, um das bisschen nachzukolorieren und für die ja so Lichtreflexen sage ich mal einen Kalkmarker. Die Sachen findet ihr auch alle in dem aktuellen Katalog und wie gesagt unten in der Infobox. Dann habe ich natürlich ein Stempelset und zwar das Ice Baby hier benutzt. Also Moment, für die Karte habe ich diese Stempelabdrucker und die zwei. Ich habe auch noch eine andere Karte gemacht. Ne? Das ist auch mit der gleichen Technik und genauso schnell und einfach. Dafür habe ich hier das Eis und ein Stückchen. Ne? Also das benutzt auch der Spruch ist hier drin. Ich zeige euch mal, vielleicht, wie das aussieht. Also das ist ein großes Stempelset mit ganz vielen Teilen. Also ihr könnt ja alle möglichen Eissorten da kreieren. Und auch richtig schöne Sprüche sind dabei. Also sehr empfehlenswert. Und ich würde sagen, bevor ich hier lange rum erzähle, ich fange mal sofort an und ich zoome euch vielleicht ein bisschen hier ran. Okay. Ja, ich habe hier schon mal die Waffel vormontiert, also auf dem Stempelblock. Und jetzt fange ich ganz normal, als würde ich abstempeln. Gehe ich in Savanne rein. Dann nehme ich hier ein bisschen Farbe auf. Und bevor ich abstemple auf meinem Papier, löse ich die Farbe ein bisschen hier mit dem feuchten Tankpinsel auf. Bin ich noch im Bild? So, okay. Einfach ein bisschen rummatschen. Und jetzt setze ich das einfach auf dem Aquarellpapier ab. Es ist ein Klecks. Es ist jetzt, das gehört auch so. Natürlich gehört das so. Und jetzt male ich das so ein bisschen. Ich sage ja immer verblenden. Das hört sich ein bisschen besser an, als ich male das so ein bisschen. Ne? Aber okay, ich erzähle jetzt nicht so viel. Ich mache hier einfach. Ich verblende das so ein bisschen.
Und das ist meine Basis jetzt. Okay? So. Wie denn, wer die Stempelkissen von Stampin' Up! Nicht kennt, mit den Stempelkissen kann man nicht nur stempeln, sondern auch kolorieren. Dafür pumpt man sich so mit Fingern ein bisschen Farbe auf dem Deckel. Das ist jetzt unsere Mischschale. Hier, von hier kann ich die Tinte einfach aufnehmen mit dem Pinsel und hier meine Stellen noch nachkolorieren. Okay. Dann nehme ich das kleine Teil hier von dem Eis, von dem Eisbecher, von dem Eiswaffel, das geriffelte und stempel da drauf. Ich warte jetzt auch nicht, bis die Tinte hier getrocknet ist, sondern stempel einfach drüber. Okay. So. Somit ist das jetzt damit erledigt. Mein Wasserdampfpinsel putze ich ein bisschen ab. Normalerweise würde ich jetzt warten, bis es getrocknet ist. Ich tupfe das jetzt so ein bisschen ab, weil ich klebe mir hier ein Stück von ab, damit ich das Eis stempeln kann. Ich zeige euch mal das. Also hier ist das Eis noch im Becher. Hier läuft es so ein bisschen drüber schon. Ne? Also am besten ist abkleben. Kurz abwarten oder mit ein bisschen nachführen, bis es trocken ist. Ansonsten reißt euch vielleicht mal das Washi-Tape, das Aquarellpapier ein bisschen ab. Und das wäre ja dann blöd. Also kurz warten, bis es getrocknet ist. So, das gleiche mache ich jetzt mit dem Eis. Dafür nehme ich jetzt die zwei Abdrucker. Ich mache jetzt schnell Savanne zu. Und hier Flamingo Rot auf und wieder ganz normal rein, Tinte aufnehmen und auflösen. Na, so ein bisschen drin rummatschen. Bin ich noch im Bild? Jetzt. Okay. Und jetzt wieder drauf. Kurz einziehen lassen. Das ist wieder ein Klecks. Ne? Das macht aber auch gar nichts. Denn wir lösen das jetzt ein bisschen alles auf. Und gerade dieser Geklecks, der macht diesen natürlichen Look, diesen natürlichen Aquarell-Look immer wieder anders und immer wieder ganz besonders. Abends so viel mache ich den Wassertankpinsel hier im Handtuch sauber, damit ich hier in der Mitte so eine hellere Stelle habe, wie so ein Lichtreflex. Okay. Jetzt arbeite ich so ein kleines bisschen die Ränder noch nach. Und warte jetzt gar nicht lange, bis das getrocknet ist, sondern gehe wieder mit meinem zweiten Teil vom Eis rein und stempel da drauf. Jetzt kann ich meine Washi wieder abnehmen, ganz vorsichtig. Ja, super, ist alles heile geblieben. So, so sieht das jetzt aus. Jetzt könnte man das eigentlich schon so lassen. Aber mit dem Lassen ist es bei mir immer so eine Sache, ja? Ich kann es manchmal nicht lassen, also. Was ich hier mache, ist wieder die Ränder so ein bisschen abdunkeln. Also mit diesem Stempelabdruck hier in der Mitte abgleichen.
damit das alles nicht so perfekt aussieht. Gell? Okay, das war's jetzt eigentlich schon. Machen wir jetzt hier Stempelkissen zu. Machen wir ein bisschen Platz. Jetzt kommt die Feinarbeit. Dafür brauche ich meine Marker und ja, mein Kalkmarker für die ja, für Lichtreflexe, sage ich mal. Ich fange jetzt mal unten. Also für diejenigen, die die Marker nicht kennen, die Marker haben zwei Seiten. Einmal hier so ganz feine Seite, auch zum Schreiben oder hier zum Kolorieren. Ein Pinsel. Ich verwende jetzt zum Nacharbeiten diese feine Seite. Ist das unscharf jetzt, ne? So, und gehe hier am Rand. Okay, wenn es zu dunkel geworden ist, einfach wieder nachpinseln, ist auch alles kein Problem. Jetzt nehme ich den Flamingo Rot Marker für das Ei. Mach das gleiche hier oben. Den letzten Finish noch mit dem Kalkmarker. Aber diese hellen Stellen sind eigentlich schon vorhanden. So, und das war's jetzt eigentlich. Mehr steckt da nicht dahinter. Ich hoffe, das hat so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach, schreibt mir, schaut auf meinem Blog vorbei, www.stempeleinfach.de und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.